Hey guys, so heute gehen wir Blocktaching durch für Low-Kick-Abwehr. Are you ready? Let's go, 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 go. We're back from the dead. Also wir machen das normale, einfache Blocken, ja, wie block ich den Low Kick, was kann ich sonst noch machen, wenn ich da wirklich so ein richtig hartes Ding abkriege. Wie gesagt, ich hätte auch keinen Bock von mir einen Low Kick abzukriegen oder von Nick. Und deswegen auch, wenn es das Bein so dick, weil ein Gegner von mir damals bei der deutschen Mannschaft, der hat 30 Kicks in der ersten Runde gekriegt und bestimmt 80 Kicks da drauf gekriegt und er stand immer noch. Und das Bein war irgendwann so. Ich musste raustragen, ja, das Knie und alles, habe ich aber, glaube ich, vorhin schon mal erzählt. Ja, es ist so Boxerkrankheit. Ja, und es erzählt alles doppelt. So, also, es geht darum, erstmal den normalen Block. Ja. So, Nick, ich kicke jetzt erstmal, du blockst. Kannst du auch meinetwegen was dazu erzählen. Und dann mache ich mal. So. So, ihr seht. Er hat den Fuß oben und macht den Block, dreht den richtig raus. Kick mal, Nick, wenn ihr den Block falsch macht, boom, und den bloß so nach vorne hier oder nicht richtig fest habt, dann geht der Kick durch. Und dann, wie gesagt, ja, kann er hier durchtreten, dann kann das Wadenbein brechen und so weiter. Ihr habt keinen festen Stand, fallt um. Und deswegen, wie gesagt, musst du den richtig hier das Gewicht verlagern. Manche spannen hier die Muskel an. Und den Fuß hoch, manche machen auch runter. Da gibt es auch verschiedene, da streiten sich die Geister. Der eine macht so, der andere macht so. Ich mache es lieber so, weil der Muskel dann fest ist und die Schmerzen nicht so doll sind. Also, wie gesagt, falsch ist es, wenn ihr nicht richtig, wenn ihr den Block richtig setzt und er richtig fest ist und ihr euer Bein anspannt und hier, mach mal, gib mal, dann bewegt sich da auch nichts und dann kickt er auch nicht nochmal. Das Problem ist, wie gesagt, wenn er labbrig ist und hier, mach nochmal, kick mal, dann geht der Fuß hier durch und dann kickt er auch die Low Kicks rein, als würde es keinen Morgen geben, weil da passiert nichts, tut ihm nicht weh, wenn er gegen den Block kickt und dann kickt er auch immer weiter. So, kick mal Low Kick, ich mache Step Back raus und kick dann hier hoch. Zweite Technik, ich nehme mein Bein weg und dann gleich hier mit links hoch zum Kopf. Diesen Backstep ab und hoch. So, zweite Technik, immer mit einer geraden Technik kann man eine Technik von außen blocken. Ja? Das sind so, ist eigentlich so, wie es auch viel in Thailand gemacht wird, viel mit Frontkicks gearbeitet und was halt auch wirklich eine sichere Sache ist. Frontkick, ich meine, Logik. Ja, und dann ist das Ding schon erledigt, das könnt ihr auch immer damit arbeiten. Arbeitet viel mit dem Frontkick, übt damit viel, weil alle Kicks von außen könnt ihr dann damit abwehren. Ja, und dann steht er bloß auf einem Bein, fällt automatisch um und ja, das ist halt auch eine gute Sache, die man machen kann. Wir gehen die drei Sachen aber nochmal durch. Also, erstmal blocken, boom, festmachen, blocken hier, boom, festmachen. Ja, das bleibt man schon an Schienbein. Wieso abhört das? So, Step Back und Frontkick. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Ja, wenn euch das nicht so gefallen hat und ihr sagt, ey, das ist scheiße, was der da labert, dann könnt ihr einen Daumen runter geben und könnt das bei Facebook teilen. Das bringt mir auch ein bisschen was.